Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, und zwar Minecraft Mega Projekt 2. Mit dem Papa Sohn LP. Hallo! AKA Max und dem Skycow AKA Nico. Yeah. Und ja, kommt mal alle her. Ich geh ins Gefängnis. Papa Sohn LP, genau. Das hier ist unser Gefängnis. Schon. Ja, und ich habe immer noch nicht meinen Laborkittel bekommen. Es gibt hier keinen Laborkittel seit ich. Och Mann. Und direkt hier gegenüber ist mein kann man, schönes Grundstück. Kann man mit in diesem schönen kann man diese Version nicht in Kleider färben? Keine Ahnung, aber ich kann das jetzt auch nicht machen, das machen wir danach. Und ich durfte mir hier schon mal meinen Zauber-Equip holen, weil ich bin der Typ Zauberer in dem Projekt und hier. Und hier die Straßen und den Brunnen hat Skycow gebaut und direkt mal auf sein schönes Grundstück. Ja. Ja, wie man hier sehen kann, Marble, weiße Lampen, ist der Typ, ja, Labor. Deswegen will er auch ein Laborkittel. Und ja, er baut jetzt größtenteils aus Marble. Sein Vorteil ist... Ich hab's direkt hier. Genau, er hat Marble. Und ja, dann gehen wir mal drüber zu Papa Sohns Grundstück. Der übrigens selten im Gefängnis mal wieder abhängt. Und ja... Den lassen wir da. Ich schlaf grad. Ach so, es kann nichts spawnen, weil ich Dings gemacht habe, Difficulty 0. Ihr müsst nämlich als allererstes, bevor Monster an sind, eure Grundstücke bitte ausleuchten. Ja. Auf jeden Fall hier, er ist dann Typ Blau. Hast du ihn aus? Wir lassen ihn drin. Ja, und auf jeden Fall, er hat dann halt das gleiche wie Sky. Und sogar Wasser. Nur in Schwarz. Und genau, da hinten Wasser. Und ich würde gern zoomen, nur Optifine gab es leider für die Version noch nicht. Also gibt's leider nicht. Und da muss ich nachher nochmal gucken. Und ja. Vielleicht muss das auch unter Core. Ich weiß, warum Optifine nicht geklappt hat. Ich habe es im Mods-Ordner getan. Kann das sein, dass man das in die Giant machen muss? Weil es war in 1.5 so. Kann sein. Ja. Gut, ich habe meinen Papa Sohn LP aus dem Gefängnis. War der noch 5 Sekunden Strafzeit? 5, 4, 3, 2, 1. So, du bekommst jetzt eine Waffe und ein Pferd. Viel Spaß da draußen. Und jeder hat genau hier auf dem Brunnen, genau in der Mitte vom Brunnen, einen Wegpunkt, wo man sieht, wie viele Meter man davon entfernt ist. Und man darf 150 Meter von diesem, ja, Waypoint nichts abbauen überhalb, außer auf seinem eigenen Grundstück. Und das gleiche gilt auch für PvP. Also kämpfen darf man auch nur, wenn man im Umkreis von 150 Metern ist. Also weit weg ist. Also wenn einer auf dem 150. Block ist und der andere auf dem 149. darf der auf dem 149 nicht abschlagen. Und ja, ich habe hier schon mein Thermonomikon mir geholt, damit ich direkt anfangen kann. Wie craftet man das überhaupt? Ach, kann man gar nicht nachgucken. Ja, in der Zeit kann ich ja schon mal Bäumchen abbauen. Und ja. Hab ich's auch schon. Gut. So ein Greedwood Tree hab ich jetzt auch schon. Und so ein Nature. Wo gab's den Nature überhaupt? Da. Und ja, wir müssen jetzt Rezepte erforschen. Und dafür müssen wir erstmal Zuckerrohr holen. Ja, und ich baue die Technik. Wäre nice. Also Zuckerrohr darf ich jetzt hier nur abbauen. Aber halt nichts mutwillig zerstören tue ich damit. Ich werde es ja nur abbauen und dann direkt nachpflanzen. Also ich lasse einen noch da. So. Wow, wie großzügig. Ja, ich brauche Zuckerrohr. Ja. Und ich will direkt mal Zuckerrohr anpflanzen. Ach, wir müssten hier demnächst nochmal einen Weg drüber bauen. Also übers Wasser. Weil es scheiße, wenn man hier rüber schwimmen muss. Wie lange machen wir eigentlich die Folgen? Alter, wie schnell der die Baum gewachsen ist. Jetzt so lange machen, wie ihr wollt. Halt nur achtet drauf, dass ihr jetzt nicht 20 Folgen am Tag hochladet. Also ich würde sagen, 20, 2 Folgen am Tag, 10 Minuten, nee, ja, A 20 Minuten sind okay. Also ich kann man auch 2 20 Minuten Folgen machen, die dann so eine Speed-Folge machen, dass die 10 Minuten geht? Nein. Oh. Muss alles ungeschnitten sein. Er hat ungeschnitten gesagt. Da denke ich nur an Agra-Io. So, und als allererstes baue ich jetzt mal hier schön den Baum ab. Der Baum, der ist so geil gespawnt, ne? Welcher? Hier, der über hier. Über die Grenze. Und Yamka ruft an. Yeah. Yeah. Ich kann gehen. Warte. Ich kann ja nicht aus der Dings raus. Deswegen muss ich mal eben über Facebook rein, über Handy.
Ich mach mir jetzt erstmal ein Crafting Table und dann. Ja, und ich baue mir nachher wieder die komplexesten Sachen der Welt. Das ist mir so egal, ich brauche eh einen. So. Dann mach ich mir als erstes mal. Ach stimmt, man kann auch nicht hier so durchziehen. Schade eigentlich. Eine kleine Axt. Aber die erste Folge machen wir knapp 20 Minuten. Okay. Kann jemand nachgucken, wie lange wir schon aufnehmen? 6 Minuten. Okay. Und ich habe hier direkt Eisen gefunden. Ja? Ja, ich direkt unter meinem Haus. Ich werde mich erstmal um das Bauen meines Hauses kümmern. Hä, ja, warum habe ich denn nichts eingesammelt? Ich baue mir schon automatische Werkbänke. Ist wie viel praktischer. Ah, jetzt hat er endlich aufgelegt. Lol, ich kann keine Steine einsammeln irgendwie. Krass. Inventar voll? Nee. Kommt bestimmt gleich wieder. Ach, ich weiß warum. Guck mal im Rucksack. Welcher war das? War das der? Ja. Die Bedeutung dieser Rucksäcke werde ich euch auch nochmal zeigen. Und ja, Hashtag verpeilt, dass ich das jetzt nicht gescheckt habe. Eti, du hast doch gesagt, ich sollte dir Bescheid sagen, wenn ich so ein Material finde, ne? Ja, so schade. Ja, ich habe was Blaues gefunden. Okay, lass die mal stehen. Ich muss mir mal eben noch ein Eisen suchen. So, ich habe hier ganz viel Eisen, ich komme dann gleich, okay? Das wäre nice, wenn ich die dann von dir bekomme. Ich muss immer Stein finden, weil ich hier so viel Marvel habe. Mit was für einer Spitzhacke kann ich die abbauen? Du erstmal gar nicht, weil ich hole gerade Eisen, weil ich... Ach so, doch, ich habe schon aus Versehen was abgebaut. Und, hast du bekommen? Ja. Ich habe hier extrem viel Marble und gleich hier Copper und so weiter zu bauen. Oh. Nico, könntest du mal eben in die Konfi schreiben, dass es nicht geht? Ich habe 8 Water-Shards. Kann ich irgendwie gerade gar nicht. Meinst du Facebook? Ja, über Handy, weil ich komme gerade, mein Internet ist gerade irgendwie am Schlamm am Handy. Ich gehe mir erstmal eine Höhle raus und stelle mich noch eine Fledermaus. Ach so, jetzt warte, brauchst du nicht, ich bin gerade. Ah, okay. Also, wie lange haben wir noch? Oder schreibst du mal schnell, du kannst schneller schreiben über Handy. Handy. Schreib mal eben, warte noch. Nee, wir schreiben einfach Handy mal auf. Ja, schreib Jan noch knapp 10 Minuten. Boah, ich habe jetzt auch erste Eisen. Ach genau, da hinten habe ich Kohle. Ja, ich will mal eben schmelzen. Noch irgendwas. Die erste Folge machen wir jetzt 10 Minuten. Okay, haben geschrieben, alle noch 10 Minuten warten, wir sind beschäftigt. No, ich schreibe. Ich habe hier lauter Setzlinge, da kann ich mir gleich neue Bäumchen anpflanzen. Ich mach mir erstmal ein bisschen Holzkohle. Ich mach mir gerade auch mal eben aus ein bisschen Eisen. Weil, kann ich die Schatz gleich abbauen denn? Ach ja, das war. Lol, ich hatte gerade den megasten Servolek der Welt. Bei mir geht's. Keine Ahnung, was das gerade war, auf einmal, weil ich habe mehrere hundert FPS und auf einmal, bam, nichts mehr. Ja, das hat Spark beim Megaprojekt 1.0 auch. Also nein, ich habe das jetzt einfach nur Megaprojekt genannt, weil es halt ein Megaprojekt ist. Ich nenne es kleines Projekt. So, Achtung, wo sind die Shards? Hier habe ich. Und Steinaxt. Oh, und danke. Kein Baum mehr. Kriege ich mal eben deine Eisenspitzhacke? Wofür? Da ist was ich gerne abbauen möchte. Copper. Nee, Ember. Ember brauchst du eigentlich nicht so dringend. Ne? Ne. Das weiß ich nämlich aus dem Megaprojekt, weil ich das im Moment sehr verfolge. Hier unter der Stadt darf ja jeder abbauen. Also aber bitte jetzt keine Grundstücke unbedingt so untergraben. Ja, weil ich baue bestimmt noch unterirdisch. Denn alles, was 150 Meter von der Stadt weg ist, darf gegrieft werden. Ich hab Kohle. Geil. Ich hab Zahnräder. Alter. Ja, könnten wir das, also wir machen das jetzt nicht jedes Mal, dass jeder... Boah, könnten die jetzt mal aufhören zu nerven? Oh, ich hab noch mehr Schatz. Ich hab schon lauter automatische Werkbänke. Bisschen heller machen. Und noch mehr Schatz. Ich kann gerade in der Aufnahme leider nicht drangehen, weil sich sonst mein Skype öffnet. Und dann wäre das mitten in der Aufnahme halt in Skype und dann würde ich die abpacken und ja.
Das schreibst du dann leider Skype aufnimmt. So. Ich brauche gerade einen Baum. Kann ich aus Zufall gerade mal schnell einen Baum außerhalb fällen? Nicht in der Entfernung von 150 Metern. Oh Mann. Bock! Muss ich 150 Meter weglaufen, um einen Baumstamm zu bekommen? Ich gehe mal einmal in Facebook, sorry. Wie viele brauchst du? Ich hol gerade schon, weil ich will mir. Ich hab nämlich 12 machen. Noch. Beim Gucken und ich hab eine neue Nachricht. Was ist eigentlich das, brauchst du in Wiesenbienenstock? Auf Anzu. Boah, und jetzt so, nervt der richtig, weil ich gerade mitten in der Aufnahme bin und dann kann ich in Skype nicht drangehen. Und jetzt höre ich die ganze Zeit nur bling bling. Ja, ich es auch. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. So, ich habe gleich die 150 Blöcke gleich erreicht. Ich war doch nicht so weit, wie ich dachte. Kack. Ich hab Aufnahme ab. So, ich habe ihn das mal eben geschrieben, weil der möchte irgendwas besprechen. Bla bla bla. Ja, lassen einfach. Ja. Ach, und nicht wundern, ich habe OP-Rechte, sonst hier keiner. Ja, der ETMC ist ein kleiner Cheater. Und deswegen ja, das meinst du, aber und jetzt. Also, wenn Paluten die Aufnahme sieht, sage ich sorry, aber ich brauche Essen. Ich habe ein Schwein gekillt. Oh. Oh nein, kein Edgar. Nein, es war kein Bist Edgar. Bist du ernsthaft 150 Meter entfernt gewesen? Ja. Ich komme schon wieder zurück. Hier gibt es auch einen Bienenstock, der leuchtet. Ja, ja. Bienenzucht. Wer ist Typ Bienenzucht hier? Kann ich als Laborant machen, so eine riesen Massen verbringen. Du darfst dann. Alles, was größer als ein Grundstück ist, darf gegrieft werden und ich bin Griefer von im Beruf. Du glaubst nicht den Bienenstock, oder? Nein. So, dann. Achso, ich sollte mal eben aus meinem Ofen. Der Bienenstock ist weg. Womit baut man den Bienenstock ab? Keine Ahnung. Mit irgendeinem so komischen Köcher. Oder Köcher? Köcher. Oder irgendwie so eine Art hieß das Ding. So, ich mach mir jetzt. Einfach YouTube-Fragen. Schneekes Eisenschwert. Auf jeden Fall, ich will auch irgendwie ein bisschen aus Marble bauen, aber. So, ich hab gleich Fackeln, dann kann ich mir die ersten Rohstoffe holen für meine Maschine. Ja, wäre nice, wenn ihr auch nachher mal obenrum euer ganzes Grundstück beleuchtet. Wie lange nehmen wir auf? Nico? 13 Minuten. Okay, sag mal in 7 Minuten Bescheid. Okay, ich sag. Also, ich hab zwar gesagt, das Emberort ist nicht so wichtig, aber ich baue das trotzdem mal ab. Ja, in so 6 Minuten warne ich schon mal vor, wir müssen gleich aufhören. Weil Ember ist ernsthaft laut Megaprojektleuten unwichtig. Kann man irgendwie kaum gebrauchen, deswegen. Und ich hab schon. Ach, ich hab Copper. Ich kann mir gleich meine ersten Copper-Sachen bauen. Cool. Und ich baue hier. Mach hier schon. Rubber. Ich will so eine Rubber-Tree-Farm machen, wo jeder dann abfahren kann. Ah, ja. Rubber-Tree. Okay? Kann ich einen riesengroß bauen? Ja. Mit einem 11x11-Feld oder sowas. Genau, du bist in meiner Höhle. Hä? Nein, die kommt unter meinem Haus her und ich wusste jetzt nicht, dass ich unter deinem Haus bin. Hey, hi. Oh, ich bin auch mit unter meinem Haus, deswegen. Da kann ich jetzt auch nichts für. Weil ich bin gerade direkt unterm Grundstück, das ist ja direkt hier drüber. Oh, ich glaube, hier ist was. Warte, ich guck mal, wie. Warte, stehst du noch hier? Ja, du bist direkt unter meinem Grundstück. Das konnte ich aber nicht witzen. Ja, egal. Ich brauche ja ein bisschen Stein, weil dann kann ich mir Eisen holen. Eisen? Hier, komm mal her, ich hab ein bisschen Eisenerz. Kannst du einen Ofen nutzen oben? 1, 2, 3, hier liegt Eisenerz. Ich hab mir gerade Ofen gemacht. Jo, danke. Jo, kannst du mir ja mit Schatz geben. Wäre echt nice von dir, wenn ich dafür Schatz bekomme. Ja, sobald ich welche hab, kann ich dir geben. Du bist ziemlich schadgeil, oder? Hä, warum? Ich hab ihn dafür Eisen gegeben, immerhin. Ja. Oh. Sobald ich Schatz finde, kannst du ihn verwenden. Ja, ich kann auch. Ich mache mir demnächst eine Diamantfindespitzhacke. Und ja, dann könnte ich auch ein paar Dias abgeben. Cool. Und ich baue gerade eine Spitzhacke, da kann ich mir mehr Zeugs holen. Ja, Spitzhacke, was brauchst du denn für eine? Eisen? Baue ich ja gerade. Okay. Und dann hole ich mir Aber noch du hast ja gesehen, dass der Ausgang von meinem Haus auch ist, deswegen. Ich ja, halt nicht die führen irgendwie alle zusammen. Da ist halt so ein großes Minensystem hier drunter. Und sorry, falls ihr gerade nicht viel sehen könnt. Ich bin gerade am Farmen, ich gehe gleich auch wieder hoch. Ja, ich habe schon Shale Mod ausprobiert, weil das sieht man natürlich auch ziemlich. Alter, ich habe gerade gedacht, Dias auf der Höhe. Ich habe gerade gedacht, wegen Hexe, dass hier oben das Dias sind, weil das kann ich jetzt mal Smaragde, oder?
Nein, Tin. Ich fahre mir gerade ein bisschen Essen. Müsste Tin sein, ja, ist Tin. Und Copper. Also nicht wundern, ich werde zwar Copper und so abbauen, weil ich weiß, dass man es viel braucht, aber ich werde voraussichtlich zuerst mich ums Zaubern kümmern. Kannst du mit mir ein bisschen Copper geben? Warum? Weil ich das eigentlich ziemlich oft brauchst als Techniker. Uran. Cool, Atomkraftwerk. Ja. Aber es gibt nicht nur eine Gefängnisstrafe, wenn jemand hier eine Nuke in der Stadt zündet. Du darfst eine Cradle über dein eigenes Grundstück zwar bauen, aber über andere Leute's Grundstücke natürlich nicht. Ist ja klar. Ja. Heißt, bei dir kannst du eine Query hinstellen, aber woanders bitte nicht. Weil, das machen wir, glaube ich, sogar noch irgendwann. Da kann ich alle Rohstoffe unter meinem Hof abbauen. Ja, und wenn du ja, unsere Stadt sprengst, musst du das Ganze reparieren. Oh. Brauchst du noch einen Marble? Gut. Hier, ich bring dir mal einen Marble. Hier, komm mal her. Juhu. Marble. Und wo ist meine Schatz? Wenn ich dich finde, gebe ich sie dir. Oder ich hole zuerst ein Jetpack. Brauchst du da nicht Nether noch? Wegen dem Zeug. Hä, wie? Das braucht man doch für ein Jetpack eigentlich, oder? Keine Ahnung, aber... braucht jemand Basalt? Wir haben hier direkt einen Vulkan bei uns. Ich brauch's gerade nicht. Ich eigentlich auch jo, nicht. Wir haben direkt einen Vulkan bei uns. Dann, ich werde vielleicht aus Basalt auch ein bisschen bauen. Ja, kannst du nicht unten dann Black Diamonds oder so finden? Ich kann mit meiner Diamantfinde Spitzhacke alles finden, theoretisch. Nein, okay. Ich glaube unten im Vulkan sind Black Diamonds. Ja, ich gehe jetzt aber nicht in Lava. Ich hab so eine Falle vom Ruins-Mod gefunden. Cool. Da wo Lava, glaube ich, rauskommt. Oder da ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, jo, ich habe einen Lavasee gefunden. Ja, cool. Und eine Kiste und einen Spinnenspawner. Also ich komme gleich Richtung. Oh, ich habe richtig viel bekommen. Ich habe einen Taumium-Spot. Also ich habe mein erstes gutes Schwert. Darf ich was abbauen, das direkt an meinem Hof grenzt? Noch nicht, das muss ich. Weil hier ist nämlich Zuckerrohr. Zuckerrohr erstmal noch nicht. Da müssen wir dann nachher gucken, weil kannst dir vorstellen, wie scheiße das ist. Ich habe Rubberwood gefunden. Cool. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also ich brauche es auf jeden Fall, um die Maschinen herzustellen. Es geht zwar hier im Sumpf direkt. So, warte, ich muss mir mal eben eine Axt holen. Was sagt die Uhr? 19 Minuten. Okay, dann würde ich sagen. Aber es sind eigentlich nur 18, glaube ich, weil ich habe doch ein bisschen früher angefangen sogar. Okay. Also ich habe hier Rubberwood. Von so einem großen Rubberwood. Ich habe mir schon mal einen Helm gebaut. Ich habe ein Schwert. Gut, das sollte erstmal reichen vorerst. Ich muss ja nicht alles plündern. Oh, geil. Ich habe richtig geil. Ich habe gerade schon gedacht, scheiße, ich bin keine 150 Meter entfernt. Ich war aber schon über 200. Weil, ihr könnt euch vorstellen, wie scheiße das kommt, wenn ihr dann so viel Blöcke, also so wenig Blöcke abbaut und dass man dann da irgendwie alles sieht und wie scheiße das dann aussieht. Mhm. Und ich wollte nachher vielleicht ein Einheits-Tetra-Pack machen. Ich habe voll die krasse Hülle von direkt unter meinem Hof. Mit richtig viel Schüssel. Ja, das Angebot steht aber noch mit diesem, dass du mir die Shards mitbringst. Ja, wenn ich welche finde, bringe ich zu dir mit. Was bekommt man, wenn man dir die Shards bringt? Ich kann, je nachdem, was es für Shards sind, könnte ich mal gucken, ob ich euch vielleicht so ein ich hab Air-Shards. Scheiße. Ich hab 3 Air-Shards. Okay, die kannst du 4 sogar. Ja, nimm die mal mit, ich bin gerade leider nicht zu Hause. Ja, und wir haben jetzt eigentlich ein paar Sekunden die 20 Minuten erreicht. Alter, wie geil ist das Schwert? Und ich hab noch Amber, keine Ahnung wofür das ist. Amber, ja, das kannst du mir ruhig auch geben.
Ja, wir haben jetzt 20 Minuten erreicht. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge vom Megaprojekt. Ciao. Ciao. Tschüss.